Ey, ungelogen, ich habe voll den Hänger, ne? Ist es okay, wenn ich die ganze Zeit Anti bin? Alles echt. Ist alles ja, echt. Ganz genau. Ist real. Dann wollen wir mal anfangen hier. Was macht denn ihr, wenn ihr keinen Bartwuchs habt? Ja, erzähl mal. Implantieren lassen. Es ist, ja, ich glaube, ich bin dann offiziell kein Hipster. Ja, witzigerweise war ich gerade draußen. Ich habe natürlich hier meine Partner kennengelernt. Ja, genau. Ich hatte so einen richtig schönen, ja, genau. Und da war tatsächlich einer dabei, der hatte so einen Bart, hat er mir gerade noch erzählt. Ich habe gesagt, ja, mach den mal ein bisschen kürzer. Er hat sich ja komplett verschnitten und dann habe ich trauernd mir meinen gesamten Bart abgeschnitten. Ja. Und das war für ihn schon ein sehr, sehr hartes Los, dass er jetzt nicht mehr so wirklich dem Hipstertum entspricht. Es wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu warm gewesen für den Sommer. Und ich glaube, so ein aufgesprühter Pornobalken sieht doppelt kacke aus. Ihr arbeitet alle in total coolen Startups. Tatsächlich arbeite ich in einem. Ja, Mann, das tun wir tatsächlich. Die Stimmung ist halt entspannter dort. Aber ich arbeite in keinem coolen Startup. In einem Startup arbeiten halt nur Leute, finde ich, die halt richtig Bock drauf haben, das groß zu machen. Ich dachte immer eigentlich, die arbeiten in irgendwelchen Werbeagenturen oder sitzen bei Starbucks draußen und trinken da ihre Kaffeeeinheiten. Und schütten da irgendwie ihre Sojamilch über die Tastatur von ihrem Apple-Computer. Ja, sorry. Ich glaube auch so, jeder muss auf jeden Fall eine so eine kleine Ich-AG haben. Das ist schon für Selbstwertgefühl ganz wichtig. Ihr seid alle tätowiert. Würde ich sogar so unterschreiben. Geil! Ich habe nicht eine einzige Tätowierung. Fall schon wieder durchs Raster. Sind alle Hipster tätowiert tatsächlich? Schon. Ja. Ich glaube, eigentlich jeder ist mittlerweile tätowiert, ne? Ja, ist so nice. Wenn es dir gefällt, dann ist so. Ich habe hier auch einen. Da. Also, aber ich höre jetzt auf. Warum immer so enge Hosen? Eine Hose ist viel enger als meine. Damit wir schneller laufen können? Es ist auch ein bisschen verkehrte Welt, weil die Hipster-Männer tragen halt enge Hosen und die Hipster-Mädels eher super weite. Auch so ein Ding soll jeder machen, wie er will. Ja, das stimmt. Das ist eine Frage für dich. Aber es ist halt wirklich schon eher eine meiner weiteren, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Deiner weiteren? Es gibt wenige Leute, denen das dann tatsächlich steht. Ich würde mal sagen, 90% sollten es lieber sein lassen. Ihr seid Hipster und sagt alle, ihr seid keine. Ja, es ist auch schwierig zu sagen, was ein Hipster ist oder nicht. Unverständlichkeit für mich. Kann das so ein bisschen halt auf den Kleidungsstil reduzieren, finde ich. Ansonsten, glaube ich, versteht da jeder was anderes drunter. Ja, steht einfach dazu. 40 Grad und Wollmütze, euer Ernst? Ja gut, das kennen wir ja aus dem Hip-Hop, ne? Also die Jungs waren halt auch schon immer zu cool, um im Club die Mütze abzunehmen. Ja, wir verlieren viel Wärme am Kopf. Beanies, die einfach ein bisschen kürzer sind, so. Die meine ich, wo die Ohren noch so rausgucken. Ja, hab ich noch nicht getan. Es ist eine Mütze. Man will sich doch damit wärmen. Warum geht die nicht über die Ohren? Ich trage lieber eine Cappy. Oh, das ist halt wirklich so die Bad Hair Day Notlösung. Ja, Becher leer jetzt hier, ne? Schön war das. Peace out.